Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World White Whisky. Heute habe ich den Royal Bruckler, 12 Jahre. Ja, und erstmal begrüße ich euch heute zu diesem Video und wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Wir haben ja die Weihnachtszeit jetzt gerade und es war ein bewegendes, turbulentes Jahr wieder, das sich jetzt dem Ende zuneigt. Und in Sachen Whisky ging es wieder ein bisschen bergauf. Wir durften uns wieder treffen, es fanden wieder Messen statt. Aktuell ist es wieder rückläufig, aktuell sind ja die Corona-Zahlen, dieser blöde Virus, der hat uns ja immer noch im Griff und aktuell sind die Zahlen wieder sehr, sehr hoch und wie das nächstes Jahr wird mit Messen, wie man sich treffen darf, man weiß es alles nicht. Man kann auch gar nicht mehr so großartig planen im Voraus, finde ich. Man muss einfach alles unter diesen Bedingungen auf sich zukommen lassen. Aber das soll ja uns nicht daran hindern, weiterhin Whisky zu trinken und Videos zu drehen. Ich habe heute hier einen Royal Bruckler, 12 Jahre. Das ist die neue Ausführung von dem Whisky. Ihr seht, ich habe zwei Flaschen. Eine ist geschlossen, die habe ich mir selber gekauft. Und diese offene Flasche habe ich natürlich wieder, wie soll es auch anders sein, vom lieben Franz zugeschickt bekommen, der mir das Altglas für das Video überlassen hat. Ich werde mal, bevor ich groß anfange zu erzählen, schon mal was ins Glas kippen, damit der Whisky vielleicht, ja, das reicht, vielleicht ein paar Minuten noch atmen kann. Ja, Royal Bruckler, eine Destille, die 1812 gegründet wurde, steht auch hier unten immer drauf, ist so ein Relief im Glas, da steht es dann auch drauf, 1812 gegründet. Seit 1835 trägt sie das Royal im Namen, das von, ich glaube, König King George, ich weiß nicht, welcher König das jetzt genau war, verliehen wurde. Und Royal Bruckler war die allererste Destille, die das Royal im Namen tragen darf und das natürlich auch bis heute tut. Ja, sie haben ja eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Also im Laufe der Jahre haben die Besitzer sehr, sehr häufig gewechselt. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ich weiß es auch ehrlich gesagt auch gar nicht aus dem Kopf. Im Zweiten Weltkrieg diente die Destillerie der Royal Air Force als Stützpunkt. Ich weiß nicht, ob die da auch mit Flugzeugen gestartet oder gelandet sind. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das ein Stützpunkt im Zweiten Weltkrieg von der Royal Air Force. Und von 1985 bis 1991 war die Destille sogar geschlossen. In den 80er Jahren, da wo die Rezession da stattgefunden haben ja sehr, sehr viele Destillen geschlossen und unter anderem war da Royal Bruckler mit dabei. Sie wurde dann 1991 wieder eröffnet vom Diageo-Konzern, der die dann im Besitz hatte, die Destillerie, der sie aber wiederum 1998 verkaufen musste an den heutigen Besitzer, an den Bacardi-Konzern. Bacardi hat jetzt bis heute die Destille im Besitz, die natürlich betrieben wird von der Tochter von Bacardi, von Dewars & Sons. Und da wird die Destille heute noch betrieben. Also ihr seht, da ist so ein bisschen Turbulenz in der Geschichte der Destillerie gewesen. Und sie brennen auf zwei Wash- und zwei Spirit-Stills mittlerweile. Und sie haben ein Produktionsvolumen von 4,1 Millionen Litern. Also sie produzieren sehr, sehr viel Whisky. Das kann man sagen. Ja, und das ist der neue 12-jährige Whisky hier. Es gab ja einen Vorgänger, den alten. Der alte hatte nur, in Anführungsstrichen, nur 40 Volumenprozent. Dieser hier hat 46, glaube ich, ne, waren das? Ja, 46 Volumenprozent spendiert bekommen. Finde ich sehr, sehr gut. Tut natürlich Whisky immer gut, wenn mehr Alkohol dabei ist. Wie wir wissen, Alkohol ist ein Aromenträger. Und da tut es dem Whisky immer gut, wenn die Alkoholstärke ein wenig höher ist. Ja, und es handelt sich um ein
Oloroso Sherry Cask Finish. Wie lange jetzt das Finish war, das kann ich nicht sagen. Da habe ich nichts zu gefunden. Es wird mit Sicherheit vorher eine Ex-Bourbon-Belegung gewesen sein und dann in einem Oloroso Sherry Fass gefinisht. Meines Wissens nach ist der Whisky nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Ich habe nichts anderes darüber gefunden. Ihr seht die Farbe, sehr, sehr schöne Farbe. Und denke ich mal, dass das Finish sehr intensiv war. Vielleicht waren es sogar First Fill Oloroso Sherry Fässer, wo das gefinisht wurde. Ich weiß es nicht, konnte ich nichts drüber lesen. Auf alle Fälle ist dieser Whisky, seitdem er erschienen ist, in der Community sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr, sehr umstritten. So würde ich das jetzt mal sagen. Viele finden den Whisky sehr gut, finden den Whisky hervorragend. Aber ich habe auch schon einige kritische Stimmen gehört in der Community oder aus der Community, die sagen, der ist nix oder der ist nicht sehr gut oder ja, der gefällt ihnen halt nicht. Und ich habe gesagt, ich bilde mir da meine eigene Meinung. Der ist ja auch nicht so teuer, der kostet so um die, ich glaube 40 Euro, so in dem Dreh 40, 42 Euro. Ja, die Royal Brugglers, die waren auch die alten. Da gab es ja einen 12er, einen 16er, ich glaube einen 21er. Das war die Standard-Range von denen. Und die waren schon preislich sehr ambitioniert. Also die waren eher eine Kategorie höher angesiedelt, wie jetzt andere Whiskys, sage ich mal. Aber der hier, ja, der ist auch wieder so in dem Dreh. Ne? Hat eine neue Aufmachung bekommen, wie ihr seht. Die andere 12er, die alte 12er. Abfüllung hatte ein blaues Etikett, da war das blau, da war auch die Tube blau. Hier ist es jetzt in weiß gehalten und so ein bisschen blau abgesetzt, oben der Rand und die Kapsel ist dann halt blau. Ne? Aber naja, macht ganz gut was her. Ich finde die Flasche schick, ich finde auch die Aufmachung schick, schlicht, so ein bisschen oldschool gehalten noch, ne? Was ich natürlich sehr, sehr gerne mag. Ich stehe ja mehr auf diese Oldschool-Geschichten, auch was die Verpackung und was die Aufmachung angeht. Das Moderne ist nicht so meins. Aber ja, ne, man muss ja offen sein für alles. Ja, also dann würde ich sagen, haben wir soweit mal viel gequatscht zum Whisky, zur Destillerie. Jetzt kommen wir mal zum Whisky. Ich werde mal verriechen. Ja, hier kommt mir eine schöne, sehr kräftige, fruchtige Note gleich entgegen. Sehr intensiv, finde ich, sehr würzig. Also ich habe eine ganz arge Würzigkeit in der Nase, gleich bei dem ersten ein, zwei Mal riechen. Ja, sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv die Nase. Süß, aber nicht zu süß. Sehr fruchtig, enorm fruchtig, finde ich, ist die Nase. Eine schöne Würzigkeit, aber ich kann Gewürze nicht bestimmen. Also es riecht so nach so einer Würzmischung, nach so einer Gewürzmischung. Wenn ihr so im Supermarkt an den Gewürzregalen vorbeigeht, da sind ja immer so diese Regale, wo die ganzen Gewürze drin stehen in irgendeiner Abteilung dort. Und wenn man da mal vorbeigeht, da riecht es auch so intensiv würzig. Sowas habe ich hier in der Richtung. Eine leichte Nussigkeit. Dann denke ich mal, wird der Oloroso Sherry dazu geschlagen haben. Ja, also ich finde die Nase sehr, sehr angenehm. Jetzt großartig komplex ist dieser Whisky wahrscheinlich nicht so. Ja, aber ich finde die Aromen, die er hat, also diese Würzigkeit, diese Frucht, die kommt auch richtig stark, richtig intensiv raus, finde ich. Also da muss ich sagen, die Nase gefällt mir schon mal sehr gut. Gut, was erwarte ich natürlich von einem 12-jährigen Whisky? Da kann ich natürlich nicht den mega großen, komplexen Whisky da erwarten, ne? Der mich, mit dem ich mich da stundenlang auseinandersetzen kann.
Obwohl es das auch schon gegeben hat, dass so junge Whiskys auch sehr, sehr intensiv waren und sehr komplex waren. Aber dieser ist jetzt nicht großartig komplex. Er ist halt so typisch, wie so Oloroso Sherry Finish halt so ist. Der hat diese typischen Aromen. Das kann ich ganz einfach sagen. Ja, ich probiere einfach mal. Slanji. Also die 46 Volumenprozent, die tun ihm auf alle Fälle sehr gut, finde ich. Ich muss dazu sagen, den alten 12er hatte ich mal probiert, vor Ewigkeiten, vor langer, langer Zeit, wo ich mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern kann, wie der geschmeckt hat. Ich weiß aber, dass ich den mal hatte, in einem Sample. Aber hier bei diesem auf alle Fälle, die 46 Volumenprozent finde ich richtig gut. Die sind richtig, sind ideal, finde ich. Ich hatte den auch schon mal, natürlich vorweg schon probiert, ne? Schon ein, zwei Mal, jetzt vor dem Video hatte ich den probiert. Und da fand ich ihn gut, aber nicht so gut wie heute. So wie die Tagesform halt ist. Ich finde den jetzt hier im Video hervorragend, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Der hat so eine Frische, man könnte schon fast sagen, eine ganz leichte Mentholnote. Aber jetzt nicht, ihr wisst, wie Menthol schmeckt oder riecht, ne? Dieses Frische, aber jetzt nicht so wow in die Fresse mit dem Menthol, nee, das auf keinen Fall. So ein leichter Hauch von frischer Mentholnote gepaart mit Frucht, mit dieser Würzigkeit, mit dieser enormen Würzigkeit. Ja, so würde ich jetzt die Nase mal beschreiben. Und am Gaumen sind natürlich die typischen Aromen da. Da ist eine Süße, da würde ich sagen sogar so ein bisschen so eine Honigsüße, die dann für mich natürlich vom Ex-Bourbon-Fass kommt, wo er dann vorher drin war. Dann habe ich diese leichte Oloroso-Nussigkeit, die Fruchtigkeit. Oloroso ist ja viel mehr auf der Fruchtseite. Also Frucht ist auf alle Fälle da. Ja, und so eine leichte Frische, diese Mentholnote. So würde ich das jetzt deuten. Ich probiere halt einfach nochmal. Ja, die 46% sind sehr gut eingebunden, finde ich, aber sie sind auch kräftig da. Die sind gut da. Ja, so eine leichte Pfeffrigkeit ist da noch am Gaumen, finde ich, auf der Zunge. Auch nach dem zweiten Schluck, finde ich, ist da so eine Pfeffrigkeit mit dabei. Man könnte vielleicht sogar bei dem 46-prozentigen finde ich vielleicht mal mit einem Tröpfchen Wasser spielen. Natürlich dann mit Pipette, dann muss man da natürlich wirklich tröpfchenweise vorgehen. Da kann man dann nicht mit der Kanne oder so einen Schluck reinkippen. Aber das werde ich natürlich, wenn ich das Video gedreht habe, hinterher werde ich das mal ausprobieren, werde ich da mal mit Wasser spielen. Ich glaube, der hat Potenzial, tatsächlich mit den 46 Volumenprozent tatsächlich trotzdem mit Wasser rum zu spielen bei dem Whisky. Ja, gefällt mir sehr gut. Heute noch besser wie vorher, finde ich. Und die Flasche ist natürlich jetzt hier schon offen. Ihr seht, da ist auch noch was drin. Ne? Ich weiß nicht, die ist ja jetzt schon, die war beim Franz, der hat es ja geteilt und die ist jetzt schon, steht bei mir auch schon jetzt ein paar, so, ja, steht schon ein paar Wochen hier. Vielleicht atmet die ja auch noch, atmet der Rest da drinnen ja auch noch mit dem Sauerstoff, der da drin enthalten ist. Bei jedem Mal aufmachen kommt ja wieder Sauerstoff rein. Vielleicht wird er sogar besser.
wenn der Füllstand sinkt. Das hat man ja auch oft bei Flaschen, die mit sinkendem Füllstand immer besser werden. Ja, also, ich komme mal zum Schluss. Ich würde sagen, dieser Whisky ist für mich eine klare Kaufempfehlung. Mir schmeckt der sehr gut, der riecht gut, der hat eine hervorragende Nase, der schmeckt auch sehr gut. Und er ist preislich attraktiv, um die, glaube 40, 45 Euro. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was der genau kostet. Aber ich glaube, so in dem Dreh um die 40 Euro rum wird der liegen. Super Whisky, finde ich. Super Whisky, sieht gut aus, macht was her, schmeckt gut, riecht gut. Preis ist okay, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, 46 Volumenprozent. Stimmt, passt alles für mich bei diesem Whisky. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wünsche ich euch noch ein recht schönes restliches Weihnachtsfest. Bleibt gesund, ne? Kommt gut ins neue Jahr. Ich weiß gar nicht, doch ein Video wird, glaube ich, noch im alten Jahr noch kommen. Abonniert diesen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Gebt mir einen Daumen hoch, freue ich mich immer mega. Und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.